Hallo zusammen, willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch das neue Update, das in dem Spiel Aha World herausgekommen ist. Und das wäre zum einen der brandneue Shopping Center und außerdem das neue J2K Kleidungspaket. Diese beiden Sachen werden wir uns gleich zusammen anschauen. Und bevor wir das machen, wollte ich euch noch kurz etwas zum Jahrespass sagen. Wenn ihr diesen Jahrespass aktiviert, dann bekommt ihr ein Jahr lang uneingeschränkten Zugriff auf alle Inhalte von Aha World. Also wirklich alles, was es in dem Spiel gibt, ist dann freigeschaltet. Wie ihr hier sehen könnt, mehr als 100 verschiedene Welten, mehr als 20 verschiedene Häuser, mehr als 500 verschiedene Kleider, mehr als 400 Figuren, alle Möbelstücke und mehr als 200 Tiere. Dann würde ich mal sagen, starten wir direkt mal rein und erkunden den Shopping Center. So, hier ist er auch schon. Gehen wir gleich mal rein in die erste Etage. Das sehen wir direkt, wenn wir reinkommen. Gehen wir gleich mal in diese Richtung weiter. Hier haben wir die Rezeption mit einer lustigen Figur, die hier hinterm Tresen steht. Und auf dem Tresen steht Bunny Mall. Das heißt so viel wie Häschen Shopping Center. Das ist auf jeden Fall sehr süß. Gehen wir gleich mal weiter in diese Richtung. Hier haben wir einen Ausgang und auch einen Geldautomaten. Und wenn wir weitergehen, sind wir hier direkt an einem kleinen, süßen Candy Shop. Dort kann man sich jede Menge Süßigkeiten kaufen, wie man sehen kann. Wir haben sogar Cola-Gummibärchen, die kenne ich auch zu gut. Und mit diesen kleinen Tütchen kann man sich leckere Süßigkeiten-Tüten zusammenstellen. Hier sind wir jetzt auch schon an der Rolltreppe. Das ist richtig cool. Mit den Rolltreppen kann man nämlich in die oberen Etagen kommen. Und das probieren wir dann gleich aus. Weiter geht's in diese Richtung. Hier sind wir in einem Technik-Shop. Also dort gibt es alles Mögliche. Von Handys, Kameras und Computern bis hin zu Spielkonsolen und auch Spielen, die man sich dort kaufen kann. Ich muss sagen, die Handys sehen alle wirklich sehr schön aus. Die sind echt toll gestaltet und auch die Laptops sind auf jeden Fall sehr cool. Und wir haben hier sogar einen 3D-Drucker. Hier kann man aussuchen, was man sich gerne drucken möchte, so solche Figuren hier. Und dann druckt sich das und man kann es dann rausholen. So, hier sind wir jetzt wieder am Anfang und gehen wir jetzt gleich mal hier in diese Richtung weiter. Hier ist ein richtig cooler Laden, nämlich ein Kosmetik- und Make-up-Shop. Hier sehen wir auf jeden Fall, dass es super viel Make-up gibt, ganz schön viel Schminke, alles Mögliche, was es auch in echt gibt. Und hier ist auch schon die Kassiererin. Die sieht super stylisch aus und hat eine tolle Frisur. Und wisst ihr, was man machen kann? Mit dem Make-up kann man die Figuren sogar wirklich schminken. Also das ist nicht einfach nur so ein Gegenstand, der keine Funktion hat. Man kann wirklich damit seine Figuren verändern und das zeige ich euch mal kurz. Dazu nehme ich jetzt mal nicht meine Figur, sondern eine andere. Wir nehmen jetzt einfach mal diese hier. Dann können wir Make-up holen. Zum Beispiel hier diese Foundation. Das sieht jetzt lustig aus, weil das ist gar nicht ihre Hautfarbe. Deswegen ändern wir das mal ganz schnell wieder. Das ist sogar noch besser. Man kann seiner Figur sogar Lippenstift machen, wie man hier sehen kann. Das funktioniert jetzt bei ihr nicht so gut, weil sie hat jetzt keine richtigen Lippen. Aber zum Beispiel bei der Kassiererin. Da klappt das super. Und man kann hier mit dem Augenbrauenstift sogar die Farbe der Augenbrauen verändern. Außerdem kann man hier auch noch Lipgloss auftragen oder zum Beispiel das hier, das ist auch ein Lippenstift. Und man kann auch Mascara drauf machen, das macht der Figur andere Augen. Man kann auch noch hier zum Beispiel das ausprobieren, das verändert sogar die Augenfarbe tatsächlich. Hier zum Beispiel kann man auch noch andere Augen machen, die sehen echt süß aus. Oder auch wieder die originalen Augen. Man kann hier wirklich alle möglichen Make-up-Kombinationen ausprobieren und seinen Figuren ein komplettes Makeover geben. Das macht auf jeden Fall super viel Spaß. Und ja, da würde ich mal sagen, gehen wir weiter. Hier sind wir jetzt auch schon am Ende der ersten Etage. Hier haben wir noch einen kleinen Blumenladen. Dort kann man natürlich Blumen kaufen. Was denn sonst? Und ja, hier gibt es eine echt bunte Auswahl. Das sieht alles wirklich sehr schön aus. Das war's mit der ersten Etage. Ich würde sagen, wir nutzen gleich mal die coolen Rolltreppen, um in die zweite Etage zu kommen. Dazu nehme ich mir mal meine Figur raus. Da ist sie auch schon. Und dann fahren wir gleich mal hoch.
So sieht das in der zweiten Etage aus. Meine Figur packe ich mal wieder ein. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir gleich mal hier in diese Richtung weiter. Hier sind wir nämlich, wie man sehen kann, in einem Kleidergeschäft. Hier gibt es wirklich sehr viele coole bunte Outfits, wie man sehen kann. Die sind auch in dem J2K Kleidungspaket mit dabei. Da würde ich mal sagen, probieren wir gleich mal ein paar der Kleider an. Da nehme ich jetzt mal nicht meine Figur, sondern irgendeine andere. Die hier ist sowieso schon ziemlich bunt angezogen. Also probieren wir mal hier solche Röcke an. Die sehen echt schön aus. Und dazu vielleicht diese Bluse. So, was gibt's denn noch? Hier haben wir auch noch ganz verschiedene Schuhe. Sehr coole bunte Party-Outfits gibt es hier. Und noch eine Handtasche. Also diese Hose ist wirklich cool. Die gefällt mir. Und dazu gibt es dieses Top. Das sieht auch ganz schön cool aus. Und natürlich haben wir hier auch Schmuck, den man anziehen kann. Und hier oben hängen auch noch ziemlich coole Outfits. Einmal diese Hose zum Beispiel. Und dieses Top. Das sieht cool aus. Oder zum Beispiel diese Hose, die Schuhe und das Top. Das gefällt mir auch ziemlich gut. Und ja, also wie ihr sehen könnt, kann man hier wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ihr könnt alles ausprobieren, was ihr gerne machen wollt, was ihr eurer Figur gerne anziehen wollt. Und eurer Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Dann gehen wir jetzt mal hier weiter in diese Richtung. Hier sind wir nämlich in einem Sportgeschäft. Dort kann man sich alles kaufen, was mit Sport oder Camping und an sich Natur zu tun hat. Hier kann man sich zum Beispiel Skateboards kaufen. Ich sehe hier auch ein Surfbrett und Fahrräder, einen Campingtisch. Und hier gibt es auch lauter Campingartikel. Und wie ich hier sehe, gibt es diese Quallen, die man umdrehen kann. Die hier ist fröhlich und die ist sauer. Aber die kann man hier nicht umdrehen. Aber ich bin mir sicher, ihr wisst, welche Quallen ich meine. So eine hat meine Schwester. Dann sind wir jetzt hier wieder an den Rolltreppen. Und von hier aus geht es noch weiter in ein teures Schmuckgeschäft. Hier kann man seinen Figuren super schön Schmuck kaufen. Dann nehmen wir doch mal diese hier. Also hier, wir haben hier schon eine sehr coole Kette. Hier zum Beispiel diese hier, die ist auch echt schön. Und die Ohrringe kann man sogar auch anziehen. Und hier vorne kann man der Figur noch Ohren anziehen, aber diese Ohren hier sieht man jetzt gerade nicht an der Figur, weil die nämlich einen Pullover anhat. Sekunde mal. So, hier habe ich jetzt eine Figur, an der man die Ohren sieht. Hier sieht man das. Die Ohren sehen wirklich cool aus. Der Schmuckladen ist wirklich auch eine tolle Option, seine Figuren sehr individuell zu gestalten. Zum Beispiel, was man machen kann, ist, man geht unten zuerst in den Make-up-Laden und gibt seiner Figur ein Makeover. Dann sucht man ihr ein schönes Outfit raus und dazu dann noch den passenden Schmuck. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. So, das war's jetzt auch schon mit der zweiten Etage. Dann gehen wir jetzt gleich mal weiter hoch in die dritte. Hier sind wir jetzt auch schon in der dritten Etage und wie ich sehen kann, ist hier direkt ein Babyladen mit lauter Sachen für Kleinkinder und Babys. Das schauen wir uns mal genauer an. Wir haben hier kleine Bodies und super süße Outfits für Kleinkinder und Babys. Und die Socken, die sind wirklich mini und super süß. Dann gehen wir mal nach hier weiter. Hier sind dann noch die Spielzeuge. Ganz schön viele süße Kuscheltiere und andere Spielfiguren. Und hier gibt es sogar drei Automaten für Bauklötze. Kann man sich lauter verschiedene Bauklötze raussuchen und mit denen hohe Türme bauen. Und hier sind wir jetzt auch schon im Kinderspielparadies. Das sieht wirklich toll aus. Meiner kleinen Schwester würde es hier sicher super gut gefallen. Ich probiere mal hier die Rutschen aus mit meiner Figur. Oh, das ist süß. Und hier haben wir auch noch eine große Tunnelrutsche. Und die führt zurück in die zweite Etage. Das probiere ich auch mal aus. Hier. Und hier sind wir wieder in der zweiten Etage. Ich gehe ganz kurz mal wieder hoch. So, da sind wir auch schon wieder am Anfang von der dritten Etage. Wir gehen gleich mal hier in diese Richtung noch weiter. Dort gibt es nämlich noch die Toiletten. Die sind sehr süß gestaltet. Und auch noch ein Wickelraum für kleine Babys. Natürlich auch Waschbecken.
In der dritten Etage gibt es keine Rolltreppe mehr, die in die vierte führt. Dort gibt es nur noch den Aufzug, deswegen benutzen wir diesen mal, um in die vierte Etage hochzukommen. So, hier sind wir jetzt auch schon in der obersten Etage angekommen. Gehen wir gleich mal in diese Richtung weiter. Hier sehe ich einen leckeren Burgerladen. Dort kann man sich seinen eigenen Burger zusammenstellen und den dann schließlich hier auf der oberen Terrasse essen. Das ist wirklich toll gestaltet hier. Und ich würde sagen, ich stelle mir jetzt mal einen Burger zusammen. Also der ist riesig geworden. Dazu hole ich mir noch etwas Pommes und noch ein Getränk, und zwar eine Cola. Die kommt auch noch aufs Tablett. Und fertig ist mein Menü. Das hat wirklich gut geschmeckt. Nach diesem leckeren Essen sind wir jetzt auf jeden Fall super gestärkt, um mal weiterzuschauen. Und zwar in dieser Richtung hier. Ah ja, das ist hier so ein kleiner Bubble-Tea-Laden, wie ich sehen kann. Dort kann man sich Bubble-Tea bestellen und auch noch Kuchen. Ich habe mir dann einen Bubble-Tea gemacht, der super lecker geschmeckt hat. Jetzt gehen wir mal noch weiter in diese Richtung. Und wie ihr sehen könnt, gibt es hier einen Stand, an dem man Fotos mit dem Weihnachtsmann machen kann. Das ist zwar kein echter Weihnachtsmann, aber trotzdem sehr cool. Und dann hat man hier so ein tolles, riesiges Foto. Das ist wirklich eine tolle Weihnachtsaktion. Und hier gibt es auch noch eine Straßenmusikantin. Ich muss sagen, dass mir der Shopping Center wirklich sehr gut gefallen hat. Man kann wirklich super viele Sachen erkunden und es wird einem in diesem Shopping Center auf jeden Fall nicht langweilig. So, jetzt erstmal genug dazu. Jetzt zeige ich euch noch ein paar der neuen Outfits von dem J2K Update. Wir sind hier jetzt im Character Creator. Dort habe ich jetzt nur meine Figur und ich würde sagen, ich erstelle mal ein paar neue Figuren mit den neuen Frisuren und Outfits und zeige sie euch dann. So, also ich habe jetzt die Figuren mit den Outfits erstellt. So sehen sie aus. Also mir gefallen sie wirklich sehr gut. Und es gibt wirklich super viel Auswahl. Ich konnte mich kaum entscheiden, was ich welcher Figur anziehen soll. Und ja, die neuen Outfits könnt ihr übrigens im Character Creator genau hier finden, indem ihr einfach hier runter scrollt und dann findet man eben die neuen Outfits. Oder ihr könnt auch einfach bei den T-Shirts schauen und bei den Hosen und euch dann von den neuen Sachen verschiedene Kombinationen zusammenstellen. So, das war's jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich sehr, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das neue Update von Aha World findet. Und ihr könnt eure eigenen Erfahrungen mit dem Spiel auch gerne unter dem Hashtag Aha World in den Kommentaren teilen. Das würde mich sehr freuen. Dann würde ich mal sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal.